Und herzlich willkommen zurück, SnowRunner Offroad und Schlammsimulation. Mit dem Randy. Und ein Glicky, hallo. So, warte mal, wie viele Missionen hatte ich jetzt schon erfüllt? Ja, jetzt null, neue Folge. Achso, jetzt null? Ja. Okay. Wir haben noch gar nichts geleistet in den ersten 25 Sekunden. Aha. Ja. Ja, dann. Damit ich was leisten kann, nehmen sie mal Feuer im Fass an. Wenn ich durch den Wasserkram hier durch bin, Junge. Da gehen wertvolle Sekunden verloren. Tja. Tja. Das ist halt so, wenn man den Host, ne? Das magische Zepter, der Host. Ohne Momento. Feuer im Fass oder was? Ne, Flammen im Feuer. Feuer im Fass. Ja. Bitte schön. Dankeschön. So, ja, wir machen Überlieferung. Ihr seht es so wieder hell. Herzlichen Glückwunsch. Tja, wir können jetzt immer nur zwei transportieren. Ich mache erstmal die obersten zwei und dann halt dementsprechend, das sind ja ein, zwei und dann die untersten zwei. Soll laut Klick effizienter sein, als wir jetzt erst zurückzufahren, Anhänger zu holen und alles so zu machen. Dann machen wir das halt mal. Das ist ja nicht das Problem. Weil, gut, selbst mit Anhänger, da hätte ich es auch schon. Da hätte ich erst hochgemusst, dann wieder runterfahren. Also von der Zeit her nimmt sich das jetzt, glaube ich, auch nicht so viel. So, was mache ich jetzt als nächstes? Ja. Haben Sie einen Kranwagen? Nein. Ich habe jetzt auch gerade Ladefläche. Okay. Weil dieses verlorene Rohr da, was ja diese kleine Mission ist, das liegt halt direkt neben der Bohrdings, aber das muss halt annehmen, die Scheiße. Verlorenes Rohr. Das große Rohr muss dorthin. Das liegt gleich bei der Bohrinsel, ja, gleich in der Nähe. Das ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit der Winde ziehen kann, also einfach rausruppen, aber ich glaube. Das glaube ich nicht. Nicht mit so einem. Ja. Mit einem Heavy vielleicht. Aber mit so einem. Glaube ich jetzt nicht. Glauben Sie nicht? Oh, guck mal, das ist ein kleiner Anhängerschiff. Wie schön. Anhängershop? Wo sieht's? Nur in der Innenfabrik. Ach, da oben. Da liefern sie jetzt das erste ab, ne? Hab ich schon. Ja, und dann hinten die Fabrik, das andere. Haben sie schon gemacht? Hab ich schon gemacht. Also, die zwei sind jetzt schon erfüllt. Genau. Da kann ich gleich mal meine Karre reparieren. Aber da zeigt's mir immer noch an, dass. Hä? Zeigt mir nur an, dass sie bis jetzt ein Ölfass abgeladen haben. Ist richtig. Da, wo ich jetzt gerade stehe. Ja, hä? Ist an der anderen noch vorbeigefahren? An der anderen Fabrik hinten, wo Stromleitung prüfen ist? Nee, ich bin ja rechts rum und fahre jetzt von da aus da hinten lang. Oh. Ja, gut, dann. Da muss ich zurück, da muss ich ja nochmal zwei holen, die anderen zwei machen. Hier ist aber jetzt auch nichts frei geworden bei Enterprise. Achso, da muss man erst Bergfluss entdecken. Kriegen wir gar keine neuen Missionen dazu. Entdecke White Valley, Betonblöcke, kleine Rohre, Holzplanken. Ja, da müssten wir das erstmal entdecken. Ja gut, wir machen erstmal das, denke ich mal, fertig. Sind jetzt noch ihre Ölfässer. Und danach ist es quasi nur noch der große Trailer. Ecke Petro Bay. Ja, dann müssen wir ein neues Zeug entdecken, sonst kriegt man keine neuen Missionen mehr. Na, wie entdecken? Ja, dort, wir müssen dort drüber fahren erstmal und ein bisschen was entdecken, so missionstechnisch und so. Da kriegen wir dann auf eine den Mission. Zweiten Abschnitt oder was? Auf den zweiten, auf den dritten und auf den vierten, weil wir haben ja Mission, zum Beispiel entdecke Petro Bay, vom Host gesperrt, weil du das noch nicht entdeckt hast. Mhm. So, und bei dem nächsten hier wäre zum Beispiel wieder entdecke Petro Bay, bei GA Enterprise ist es so, entdecke Bergfluss. Mhm. Ja, das sind die Kartenabschnitte, die hier sind so. Ja, das habe ich mitbekommen. Das freut mich. Aber wenn sie jetzt digital neben mir oder physisch neben mir sitzen würde, würde ich in die Hand reichen.
Nee, nicht in der Corona-Zeit. Oh, wir zwei können das schon. Wir können das schon, ja. Wir machen Corona oder uns halt. Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall brauchen wir Lieferung an Siedlung, Bergflüssen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie es da drüben aussieht. Könnte ich mir jetzt hier einen Anhänger ranhängen, die zwei Verbrauchsgüter laden. Gibt's ja gleich hier unten. Und Zement gibt's dort, wo es... Nee, da sind sie gerade dran vorbei an dem Lager da oben. Ja, da muss ich ja eh nicht hin. Von daher weißt du schon, wie ich das mache. Aber ich habe öfters mal gemerkt, man kann auf den Vorkarten das vorladen, fährt ja übelst große Runden und kriegt dann mit, dass es das drüben auf der anderen Karte auch gibt, und zwar in der Nähe irgendwo. Sag gut. Deswegen will ich da jetzt erstmal nicht vorgreifen. Kraftstoff, Holzplanken zu laden, das ist sogar beides nebeneinander zu laden. Dann muss das zur Polarbasis im Bergfluss. Aber irgendein Abschnitt, also wenn du... ich habe ja zwei Portale bis jetzt aufgedeckt. Ja, es geht in zwei verschiedene Abschnitte. Genau, und der eine Abschnitt steht aber nicht zur Verfügung. Wenn du da in der Nähe hinkommst, sagt er dir halt, das Ding steht richtig, momentan... Das ist das White Valley, das ist ja der letzte dann, glaube ich. Ah, das ist der letzte, okay. Nee, der letzte ist eigentlich das Petro Bay, aber White Valley wäre ja eigentlich der dritte. Hm. Und die wollen ja, dass du nacheinander machst, deswegen musst du... Bergfluss ist quasi... das Ding, wie was du freizuschalten hast. Obwohl, warte mal, ich glaube, das war bei den Mini-Missionen. Da hast du das nämlich, glaube ich, gehabt. Hier. Weil du hast zum Beispiel erreicht den Anhängeplatz. Da hast du dann unten drunter mal da stehen, hier Zugang zum Standort. Ja. Da wird hier das mit dem Anhängeplatz, da wirst du wahrscheinlich nur den Anhänger-Dings kriegen. Und dann muss es irgendwo noch eine Mission geben. Und da muss dann auch wieder da stehen. Also Zugang zum Standort, und dann öffnet er das Portal für dich. Mhm. Ja. Was ist das denn? Rennen zur Flagge. Erreiche Flagge 1, 2 oder 3. Oder und 3. Direkt da, wo sie jetzt sind. Na gut, dass sie ja noch die Dinger machen. Brauchen sie da jetzt Unterstützung eigentlich? Ja, ich meine, wenn sie jetzt die anderen zwei Fässer schon holen und da abliefern, es geht auf jeden Fall schneller. Da oben bin, sind sie schon längst dort. Alles klar. Ich stehe ja unten beim Hafen. Ach du Heimatland. Da habe ich gerade diese Kraftstoffdinger hingeschafft. Ja, das ist richtig. Aua. Das ist ein bisschen, das ist halt ganz im Süden. Ja, richtig, das kann man denn hier laden. Rohr, Stahlträger und das war's, okay. Wir kommen auf jeden Fall mal mit zur Strohinsel. Ja. Stromleute prüfen, oh ja, okay. Ja, mal wieder gucken hier, gibt es jetzt einen schnelleren Weg nach da unten? Na klar, gibt es jetzt hier unten rechts rein, also hier halten, dort halten und dann über den Matschweg darüber, ne? Ja, wunderbar. Da kann ich sogar abkürzen. Die Schlinge. Ja, ja. Wunderschön. Ja, aber für Alaska läuft er. Ich weiß nicht, wie die anderen, also die anderen müssen sich ja so abgequält haben auf der Karte. Ja, ne, weil du hast ja auch am Anfang nichts, wenn du hier beginnst und hast vielleicht Offroad-Latschen drauf. Die sind ja auch schon scheiße. Aber wenn du die ganz am Anfang solche Straßenbereifung hast, ja, da tust du dich schon schwer. Auf jeden Fall. Deswegen ist ja unlogisch eigentlich, weil wenn man die Levels anschaut, das letzte, was du bei den Reifen bekommst, ist Kette. Ja. Die für hier ja nur theoretisch am günstigsten sind, wenn du jetzt ja auf diesen vereisten Straßen bist und so, oder auf den zugeeisten Seen. Mhm. Da fange ich doch das nicht zuerst an. Auch wenn das jeder sehen will, ist ja klar, dann machst du schon nur zum Löffel. Boah. Ich hab's auch nicht so genau verstanden. Mein guter Ansgar hat's hingekriegt, aber halt auch durch viel... durch viel, ja, viele Stunden Eigeninitiative. Ja, da hat er dann aber auch mit Sicherheit das Level dann auch gehabt. Um sich dann bessere Reifen einfach zu kaufen. Ja, da kannst du auch klein mit dem anderen anfangen. Da müsste ich nicht so ab. Ja, das ist ja. Naja. Ach, siehste, weil ich das noch gelesen, siehste.
Ja, wir haben mal wieder ein paar Kommentare beantwortet. Ich hatte das gerade noch in Snowballer-Ding gelesen. Ich, Jungs, nicht, dass wir uns da hier falsch verstehen. Ne? Ich hatte so ein bisschen gelesen. Ja, nicht den Traktor nehmen, Randy, ne? Macht dein eigenes Ding und bla. Hast du das schon mal gehabt und erklärt? Echt? Ja, aber erklärst du mir das nochmal. Es ist ja jetzt schon wieder ein Stück her. Sicher? Habe ich das jemals angesprochen? Ja. Es ging schon mal um den Traktor. Ja, da ging es aber nur darum, dass es das halt gibt, aber es wurde dann ja... Da ging es darum, dass du das nicht machen willst, so wie Ansgar, an dem wir geschrieben hatten. Ja, mach das nicht so, mach deinen eigenen Stiefel, das hast du schon mal erklärt. Sicher. Ja, aber das ist wie gesagt bestimmt schon 8 oder 10 Folgen her, das ist ein Realtime 5 Stunden oder so. Ach. Das kannst du ruhig nochmal erklären. Also jetzt... 5 Stunden, ne, wenn du siehst, das ist ja 10 Tage, das ist ja dann schon wieder ein Stück her. Ja, das ist richtig. Ja, wie, ich hatte es nochmal so in den Kommentaren gelesen, weil du so ein bisschen, ja, schau Ansgar nicht, Ansgar ist blöd und macht das eigene Ding so und so weiter und so fort. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, wenn ich jetzt hier sage, wenn ich jetzt irgendwas bei Ansgar sage oder bei Manus oder sonst was, das ist jetzt hier nicht auf Disrespect gemeint. Ne? Also, wie gesagt, lasst die Leute gucken, was sie gucken wollen, wenn ihr das gut findet, was Ansgar macht, das ist ja alles schick schön, ich finde das ja auch gut, so ist es ja nett. Aber nicht, dass wir uns ja falsch verstehen, dass jetzt irgendwer noch auf die Idee kommt, ja, der redet scheiße über dich. Ne? Manche Zuschauer sind da ja leider, also jetzt allgemein als Zuschauer, es gibt da so Leute, wo du sagen kannst, gut, hatte ich ja auch schon so gehabt, ne? Wo ich dann so sagte, ja, wo ich gefragt worden bin, hier so Tino macht gerade hier die Joke-Runde 3000, was hältst du davon? Und ich sag, ja, finde ich halt unlustig, ne? Und einen Tag später oder eine Woche später kommt jeder auf mich zu und sagt, ja, hier wurde gelästert. Also, weil dann irgendjemand gesagt hat, ey, da lästert über dich. Wo ich mir so denke, also, ja. Das ist so ein kleiner Einblick, wie seriös oder wie professionell ist YouTube? Gar nicht. Das ist ein reinster Kindergarten. Soll ich jetzt so ein paar Scout-Missionen machen oder was soll ich machen? Ihnen steht das komplett frei. Ich begrenze Sie da nirgendwo in Ihrer Freiheit oder Kreativität. Aha. Also wirklich, mach das, was ja, aber Sie kommen durch ohne Probleme. Ja, ne, außer dass ich jetzt hier gerade stehe, aber das ist jetzt nicht das Problem. Komme ich durch, ja. Gut. Dann ist es dann jetzt auch Fernsehen mal hergekommen. Ich hänge hier fest. Nö. Gut, dann tun wir den Kleinen mal bergen. Rück ins Lager. Jetzt mal den Süßen raus. Oh, das ist aber ganz schön teuer, Halleluja. Was ist teuer? Geldmäßig. Also. Oh, dieser komische kleine Panzer hier. Ja, Klicker, den Russenpanzer. Den hab ich gefunden. Den russischen Tiger. Der kostet jetzt, wenn ich den verkaufe, würde er mir 150.000 bringen. Gut, ich habe alles angebaut, was geht. Nee, halt. Ich habe noch nicht alles angebaut. Genau, das wollte ich ja noch machen. Ich wollte ihm ja noch eine fette Winde geben. Bei dem ist es genauso. Da tust du Handbremse drinnen lassen und losfahren. Das sieht den eigentlich fast gar nicht. Das kann ich mir vorstellen, ne? Hat aber auch nur 4 Vorwärtsgänge. Achso. So schnell ist er nicht. Danke für den Schritt. Da. So, Getriebe Spezial, optimiert Spezial. Muss es hier irgendwo geben noch. Bietet eine komplette Gangspanne. So, Gelände. Genau, ich habe nur die Geländewinde. Geländewinde verlängert, optimierte Geländewinde, autonome. Na, ich glaube mal, den werfen wir nicht um. Hochleistungs. Was, den Panzer? Ne, ich glaube auch nicht. Also kriegen wir bestimmt hin, wenn man es will, aber. Guck mal, die optimierte Geländewinde, das ist die längste und die stärkste. Jo. Obwohl du die eigentlich nicht brauchst, weil wie gesagt, Ladung kann da eh nicht tragen. Deswegen. Aber wenn du halt jemanden abschleppen willst, ist es wahrscheinlich doch günstiger. Würde ich dir nicht mal widersprechen wollen. So, cheese, gut. Mal kurz gucken, wo das hier war. Blackbird. Brrr. Ach, fahren wir über den See drüber. Mal gucken, was er dazu sagt. Hab ich schon. Okay, also da lang. Und dann da runter. Richtig? Ja. Na gut, dann können wir das jetzt gleich mal ausprobieren. Kann doch schief gehen. Was sind da jetzt?
Ja, da wo die Pipeline lang geht, da wo schon dieses Upgrade ist. Alter, wir haben noch einen Upgrade Decken V16 Motor. Für den extrem lang, also diesen Fleetstar. Günstiger. Meine ich doch. Und für die großen Cat-Raube da, oder was das auch immer da darstellen soll. Der Muldengibber. Genau, dieser alte Muldengibber. Aber er kann ja keine Mulde, da kann nur Container. Das ist richtig. Also. Gibt's bei uns auch, habe ich erst gestern wieder gesehen. Aber bei uns sind das nicht die Cat. Oh. Bei uns sind das alles Volvos. Also. Aber die stecken auch unter einer Decke. Mhm. Das ist so eine Gruppe. Mhm. Also oder Volvo hängt damit drin, weil Cat ist ja eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, ja, der größte Baumaschinenhersteller der Welt. Ja. Volvo hängt da, glaube ich, teilweise mit drin. Also auf Eis lenkt er hier erstmal gar nicht. Ja. Aber es gibt für den keine Ketten. Okay, also gibt es eine Strecke über die Steine, das war jetzt gut, aber jetzt muss ich kurz gucken, wie viele Räder habe ich geschrottet? Ein angeblich nur. Okay. Glück gehabt. Ja, weil es stand halt da Reifenschaden 150%. Ach ne, ich glaube, ich habe 150, ja, ich habe noch die Federung komplett zerlegt. Okay. Deswegen liegt doch vielleicht jetzt ein bisschen tiefer, oder? Ja, es geht. Naja, ohne Kampf, kein Mampf. Oder andersrum. Ich weiß nicht mal, ob ich hier überhaupt richtig bin, Leute. Warte mal. Du hast mir da auf Zufahren alles zerstören. Das ist richtig. Das ist der perfekte Kandidat für den Chef. Ja, fahren wir halt hier lang. Das geht auch. Mit den kaputten Reifen. Hochgang regelt. Ah, bitte nicht kippen. Was ist denn hier los? Halt, halt, halt. Was unterdreht. Achso, ja, Leute. Hochgang kannst du ja nicht mal bremsen. Nee. Also kannst du schon. Aber sobald du dein Gas gibst und bist du nur durch, läuft halt ab. Nö. Das ist doch länger wie gedacht. Hier durchgedrückt hast. Gut, dann machen wir den Weg lang, den kennen wir schon, den haben wir damals mit dem Hammer. Mit den anderen Ding da den Hammer abgeschleppt. Das war halt nur nachts. Jetzt sieht man wenigstens mal, was hier ist. Cool, Schnee und Bäume. Wahnsinn. Ja, ja, so viel verpasst in der Nacht hier. Und der dreht und dreht und dreht. Ja, Wahnsinn. Komm, komm. Anziehen. So schön. Krieg ich den da vorne. Das passt. Sehr schön. Kriege ich den hier. Jawohl. Wieder raus hier. Wenn sich manchmal eingreift, greift er sich ein, ne? Aber. Das ist ja normal. Ja, ne? Schauen müssen. Hoch mit dir. Jawohl, vielen Dank. Geht er manchmal halt. Bremsen, stopp. Wo lang? Da lang. Gut. War noch auf dem richtigen Weg. Schön. Ja, wenn da manchmal so die Unsicherheit kommt, wissen Sie. Bremsen war manchmal sinnlos. Soll man nicht tun. Nö. Gelände. So, hier jetzt lang, ne? Jawohl. Rüber. Und am besten rechts halten. Jo, ja, und schon sind wir wieder auf der Straße. Jetzt ist nur die Frage, weil bei unserer Werkstatt muss ich eins abgeben.
Kann ich mit Ladung in die Werkstatt oder ist die dann weg? Ja, ja. Der Käse. Die müssen überhaupt nichts dort abgeben. Die müssen beim Dingsens abgeben. Ganz unten, also beim Logistikzentrum müssen sie eins abgeben und ganz unten beim Wartungszentrum. Ja, aber das ist bei unserer Werkstatt. Nein, Logistikzentrum ist einiges weiter vorne. Da kommt, wenn du bei der Werkstatt links rausfährst, kommt ein Dings, wo ich abliefern muss und dann noch unten bei der Nähe des Hauses. Genau. Ja, also das ist noch Nähe. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Werkstatt und fahre an der Werkstatt vorbei. Was ich jetzt gerne wissen wollen würde, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn ich jetzt mit Ladung in die Werkstatt reingehe, ist alles klar, also bleibe ich aus. Also denke ich, dass die weg ist. Okay. Also ich würde es nicht drauf anlegen. Nee, ich auch nicht. Guck, haben wir doch in der Werkstatt einen Trailer-Shop, oder? Ja. Ja. Gut. Wozu brauchen Sie den? Mein Reifen reparieren. Und meinen... Was hat das mit Trailer-Shop zu tun? Weil ich mir dann einen Wartungsauflieger holen kann. Für das Zeug brauchst du doch... Für das und das hier runter, da willst du extra nochmal... Ja, gut. Na klar. Ich fahr doch nicht mit platten Reifen permanent, wisst ihr, wie das scheuert? Ich muss doch mal Bilder an die Straßen denken. Das scheuert. Ja, ja. Weißt du, die haben hier so schöne, schön gebaute Straßen, die muss man doch nicht sinnlos kaputt fahren. So, hier Westberge. Ah, hier bin ich richtig. Und weiter geht's. Zumal die Federung war ja auch mal. Ja, gut, ja. Wir haben da noch mal ein schönes Stück vor sich. Zu freuen. Kann ich. Ich kann. Ja, können, ne? Ja, ich kann mich freuen. Ja, nö, ich kann mich. Vielleicht auch schon einfach machen Sie das mal. Ich bin jetzt hier oben beim. Und da kann ich nicht. Ich kann doch einfach mal das Spiel pausieren. Wenn das gehen, das funktioniert gar nicht. Das geht schon, ich bin hier der Host. Da kann man das mal. Der Horst bin ich hier, da kann man das mal ausdiskutieren, wer das macht. Ich war jetzt in einer anderen Mission gerade. Aua. Tag läuft. Uiei. ich hab eine Lieferung, bitte. Was wir gucken, wie ich den können jetzt hier. Ja, einfach angenommen. So, Wartungszentrum, das war jetzt hier unten. Das ist eigentlich nur bis dahin und da runter, ne? Gut, da fehlt einfach mal komplett kurz die Straße. Ja, und ganz vorne ist ein richtiges schönes. Ja, wie soll man sagen? So ein Schlammmeer. Ja, ja. Richtig schön. Komm, ich steh auf diesem Blödberg Nüff. Man hat hier sau viele Bäume stehen lassen. Wow, 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 Vorsicht. Felsen über Felsen. Was? Weg, oder? Muss ich die Punkte eigentlich nacheinander erreichen? Das ist doch die Frage. Jetzt war Punkt 1, 2, 3, 4. Oh. Aber es sind ja jetzt keine Schlösser oder so davor. Gute Frage, ne? Muss man das nacheinander erreichen oder nach Dings? Ich habe jetzt erstmal zwei Minuten gebraucht, um erstmal auf den Berg zu kommen. Ah ne, das scheint egal zu sein. Ich habe jetzt ja, das war Punkt 2. Oh. Hab ich eigentlich. Da geht's ja schon mal weiter. Aber auch den letzten Bergspitzen hier oben.
Ja. Ist es jetzt ein Wettbewerb, den du angemacht hast, oder was? Genau. Na, sehen. Wie, sehen Sie das oben hoch? Nö. Bei mir läuft halt die Zeit ab. Ja. Dann hast du halt Zeit, das bis dahin zu schaffen, ne? Na, ist klar. Da drüben, ach du. Zeit habe ich denn überhaupt? Ich wollte nochmal. 8 Minuten. Für Platz 1. Ansonsten ist man nicht so viel Kohle. So, sehr schön. Durch die Schlammlawine gekämpft, aber auch mal am äußersten Rand, weil ansonsten wärst du da ja komplett verloren. Mhm. Geht ja richtig tief rein. Ja. Also das sieht halt wirklich auf der Karte aus wie eine normale Straße, ne? Hier ist ja einfach nur... Was nichts. Ja, ist nichts. Da ist in der Mitte nur der Felsen so ein bisschen und ein paar komische ja, Pfosten hier mit ihrem Strom da. Hm, das war's. Ja, dann hast du nur Wald und ansonsten ist das einfach nur, das war vielleicht mal ein Weg, aber da ist halt einfach nur nass geworden und gefroren wahrscheinlich. Und dann wieder nass geworden und das hat sich dann halt erledigt. Tja. Ja, sie sind sie. Also für alles haben sie Geld, aber nicht für einen Schneefluch. Haben Sie das so bekommen? Nö. Das geht nur an Sie. Wettkampf beendet. 130 und 2000 Euro was. Hm. 8 Minuten hatte ich Zeit. 4:43 habe ich gebraucht. Sehr gut. Das war also locker Gold. Das ist ja jetzt weg. Der Wettbewerb. Ich glaube, wenn du neu startest, kommen die alle wieder. Also. Mindestens war das bei mir das letzte Mal so. Ja, schlecht ist das nicht, aber ich hätte Bock auf was anderes. Hier hinten hat man noch eine Scout-Mission, ne? Oder wo war das? Finde die Radiostation, Anhängerplatz. Was sind dort? Das ist ganz gut. Stromleitung prüfen. Das ist das hier oben. Ach, guck an. A, E, C, D. Ah ja, das ist hier gleich. Warten wir die Verfolgung mal. Das ist ja noch gebacken bis dahin. So, nach 3 Millionen Offroad kommen dann auf dem letzten Abschnitt Straße. Beeindruckend. Hm, noch ein bisschen zum Ausruhen. Nö. Nee. Ab ins Ziel, nicht erschrecken! Eins. Und da ist auch. Oh ja, stimmt, hier ist das Riesending, was wir transportieren müssen. Hm? Oder dass sie jetzt dort mit dem Falschen sind. Ist waren richtig. Die jetzt eine Sattelplatte drauf? Natürlich nicht. Ich muss ja die Ölfässer dorthin transportieren. Hm. Mhm. So, will der wieder hier verlorenes Rohr machen, was der jedes Mal will. Mal verschwindest du jetzt mal aus meinen Rädern oder wie sieht's denn aus jetzt? Ansatzteilung von Bohrung. Okay. Sehr schön. Was können wir dann hier kaufen? Gut, dann ist das ganze Ding abgeschlossen. Blackbird. Und dann brauchen wir jetzt den Bohrturmlager, also von dort Offroad Truck Sattel hoch. Und das muss zum Hafen einfach nur transportiert werden. Ja, das geht ja in der Tat. So. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal. Dann nehmen wir den Pacific. P16 dafür. Das war dann relativ einfach, denke ich mal. Und ebenfalls, na gut, bei den Schlammmeer, das kann sein, bei den Schlammmeer, je nachdem, schauen wir mal. Die kleine Straße, das ist der Neigungswinkel, ist ein bisschen kacke. Ja gut, das hab ich schon gesehen, ja. Das kann man aber umgehen, indem man rechts einfach da lang fährt. Dann kann man diesen Neigungswinkel komplett umgehen. Gut, sie machen das schon.
Ich mach das schon. Einmal auch immer mal vertraut halt einfach mal. Mhm. Wie immer. Wie immer. Aber ja, so wird es am Ende des Tages werden. Gut, Sie haben das Wort zum keine Ahnung, was heute ist. Wieso das Wort? Ich sag einfach Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mit mehr Schnee, mehr Schlamm und einem größeren Trailer. Tschüss.